Oh mein Gott. Willkommen zurück zum Pac-Man Cup. Ich hatte gerade diverse Komplikationen bezüglich des Programmes, mit dem ich dieses Spiel hier abspiele. Naja, Pac-Man Cup auf jeden Fall Special 150. Ich habe es gerade eben schon versucht, besser gesagt. Keine Ahnung, es war schlecht. Ich bin außerdem Fünfter geworden, deswegen habe ich es dann sowieso verworfen. Es war auch nicht wirklich lustig oder so. Es war eher traurig. Es war eher traurig. Ach, jetzt fährt der Typ da rein. Ist das dein Ernst? Würde mich das auch nur minimal stören? Ob es die Comms stört? Ich meine, die fahren ja trotzdem nach Computer, egal was die. Ja, die zappelt ein bisschen rum. Und explodiert gleich. Jetzt explodiert Yoshi gleich. Bitte lass mich durch. Danke. Ja, danke. Yoshi. Du warst schon in der letzten Runde. Mir etwas störend, wenn ich das so sagen darf. Oh mein Gott. Ich wüsste zu gerne, ob der mich jetzt mit seinem Elektrostab damit da irgendwas anhaben kann. Ach, geh bloß weg. Geh bloß weg. Oh, mir hat es mal weggenommen. Okay, das lief jetzt schon deutlich besser als das gerade. Also, als das davor. Ah, okay. Das lief gerade schon deutlich besser. Ja, also schon beim nächsten, beim zweiten Rennen, diesmal geht es ein bisschen schneller. Pac-Man Cup ist ja nicht sonst mein Lieblingscup, sondern weil ich hier bisher, glaube ich, nie, ja, okay, außer gerade eben Zweiter geworden bin. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich, als ich vorhin gefahren bin, dass alles geruckelt hat und so. Ungefähr wie jetzt gerade. Also nicht geruckelt, sondern einfach langsamer. Das Spiel war einfach nur langsamer. Deswegen hatten wir ja das vielleicht einen kleinen Nachteil verschaffen. Tot. Aber jetzt hat mein Computergegner einen, ich sag mal, normal angegriffen. Ja, interessiert mich leider nicht. Es ist anscheinend nur bei dem Elektrostab ein bisschen so. Das ist bei den normalen Items, also bei den restlichen Items gar nicht so ist. Ich sehe da zwar jetzt keinen guten Grund für, aber. Okay, so. Zack. Obwohl ich vorhin diese Abkürzung da überhaupt nicht hingekriegt habe, habe ich eigentlich ganz gut wieder eingeholt. Ach, jetzt ist diese Pilzbombe. Hey, warum schießt du mich damit nicht ab? Die fand ich eigentlich immer ganz gut. Schieß mich mal ab. Na komm. Ja, warum hat... Hat die den gerade ernsthaft einfach nur so verschwendet? Komm schon, du hättest mir helfen können, Erster zu werden. Ich meine, wer möchte mir nicht helfen, Erster zu werden? Du wirst ja schließlich auch bald nach Hause. Ach, schon wieder so ein Drift. Ah, das war wieder mal so knapp. Naja, Glück gehabt. Du fährst dann falsch.
Runde 3 und der Part geht erst um die 6 Minuten. Zumindest jetzt. Wo ich hier die Länge sehe des Videos. Das kann sich ja noch ändern, sozusagen. Wenn ich es dann geschnitten habe, mehr oder weniger. Ich schneide ja immer diese Übergänge raus, aber sollte man bemerkt haben. Also das ist immer, ich habe es erst dann später. Ich bin erst später auf die Idee gekommen, das zu machen. Ich weiß nicht wieso. Ja, ich wollte das Menü zeigen, aber das habe ich jetzt eigentlich oft genug gezeigt. Deswegen habe ich es dann zumindest, also jetzt, angefangen, das zu machen. Ist ja mittlerweile schon Part 22. Ja, 22. Das Projekt ist ja erst auf bald vorbei. Aber wie gesagt, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Zumindest die drei ist vielleicht übertrieben. Die eine Person, die das hier anschaut und auch versteht, was ich sage. Weil auf der Plattform, auf der ich hochlade, irgendwie niemand Deutsch ist. Aber ich kann damit leben. Ich kann mir vorstellen, dass das früher auf YouTube auch so war. Es war vielleicht nicht so extrem wie hier. Aber keine Ahnung. Ach, das war schon die letzte Runde. Ah, nein. Ich bin die 4 Runden gewöhnt. Naja. Bis zum nächsten Rennen. Ach nein, bis ich Erster geworden bin. Genau, bis dahin. Nice one. Nice. Nice first, besser gesagt. Ach ja. Also, bis zur nächsten Runde. Ja, Runde 4. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen Angst vor dem nächsten Part habe. Bitte lass nicht das sein, was ich gerade denke. Naja, zur Gesamtheit sieht man jetzt mal, welchen Bug ich gemeint habe. Am Anfang des Videos, wo ich gesagt habe, dass ich schon mein zweiter Versuch ist, das aufzunehmen. Also nicht wirklich Bug. Ja, mein PC ist nicht wirklich überfordert. Keine Ahnung, was das ist, aber ich bin auch einfach nur schlecht. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich soll es vielleicht einfach lassen. Ich freue mich schon richtig auf das nächste Spiel. Auch wenn ich das schon bis Part 14 oder so aufgenommen habe. Ich freue mich trotzdem richtig auf das nächste Spiel, damit ich dieses Spiel hier abgeschlossen habe. Ich finde es ja nicht schlecht. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich das Spiel nicht schlecht finde. Ich finde es bloß, keine Ahnung, anstrengend. Anstrengend ist ein gutes Wort. Anstrengend beschreibt ziemlich vieles. Deswegen finde ich, anstrengend sollte man, also das Wort anstrengend sollte man gut würdigen. Naja, erster Platz auf jeden Fall. Da haben sich meine Anstrengungen gelohnt. Anstrengungen an sich würdigt man ja normalerweise auch. Ich meine, diese Kurve kriege ich nach 5 Jahren jetzt immer noch nicht auf die Reihe. Ich muss dazu sagen, dass ich vor 5 Jahren das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, natürlich vor 5 Jahren. Es ist jetzt auch 2022. Das würde ja bedeuten, dass ich vor ungefähr 9 Jahren mit YouTube angefangen habe. Beziehungsweise dann später mit Whitney. Aber das spielt keine Rolle. Es ist auf jeden Fall der Part vorbei. Ich muss als nächstes den Bowser Cup fahren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hä? Wurde da was rausgeschnitten? Ich glaube nicht.
Ja, hier der Bowser kaputt, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.